Hey, ich hab Sean gefunden. Nicht Sean das Schaf. Ist Sean das Schaf. Ey, er hat mir EMC geschenkt. Ey, 48 EMC. Woo. Yay, das brauchen wir auch so sehr. Dann brauche ich noch Ich glaube, Filter. mit einer Schere hätte ich jedenfalls mehr rausgekriegt. Schätze ich mal. Dann brauchen wir noch 5. Insgesamt 8. Und dann nochmal 5 Filter. Dann brauchen wir noch Jacketed Wire. Und zwar ein bisschen Jacketed Red Wire. Und davon haben wir genau 5, das passt. Das Und wir hier, das hier. brauchen Deployer. Weißt du, wenn du hier Sachen bestellst, das sieht ähnlich witzig aus wie in meinem Riesenstern. Ja, episch, weil die ganze Sache da alle durch die Gegend laufen. Ja, das ist witzig, nur in meinem Dann hätte Riesenstern ich ist gerne jetzt noch noch eine. witziger aus. Hätte ich gerne noch ein paar normale Tubes. Fuck off normal. Auch nochmal einfach ein 24, keine Ahnung, irgendeine random Number. Und dann hätte ich gerne noch ein Eisen. So, und das sollte mir jetzt nach und nach wirklich alles geben, was ich für dieses kleine System brauche. Oder diese kleinen Systeme. Das, was ich jetzt noch brauche, ist irgendwie eine Möglichkeit, um sinnvoll und effektiv Tiere irgendwo hinzupacken. Boah, wie jetzt die Tubes angeschossen kommen. Und dann die Deployer. Filter, Zeug, alles anscheinend da. Gut. Dann fangen wir doch mal an. Das ganze Ding braucht 1, 2, 3 Platz. Die Wikinger konnten zu ihrer Zeit nicht mal weiter zählen. 1, 2, 3. Viel. 1, 2, 3. Und hier ist dann die Mitte. Was willst du bauen? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich warte noch Eine auf EMC-Farm. Diamanten. 1, 2, 3. 1, 2, Aha, das 3. mit der Kuh, scheiße. Genau, die Kuhfarm. So, da kommt jetzt zur Markierung Cobblestone hin. Dann brauchen wir nochmal 3 in eine Richtung. Brauchst du rein zufällig etwas EMC? Wobei das sind jetzt 1, 2, Fragezeichen. 1, 2, 3. Die sind auch nur 3. Das ist wahrscheinlich nur die Sichtweise, die das Haus sehen lässt. 2, 3, 1, 2, 3. Dann ist hier die Mitte. Nochmal ein Cobblestone. 1, 2, 3. Und dann hier ist der zweite Apparat. 1, 2, 3. Boah, wie perfekt das passt. Also, als hätte ich das dafür gebaut. Habe ich nicht. Habe ich gar nicht. Nein, habe ich wirklich nicht. Habe ich wirklich nicht. Nein, nein, habe ich nicht. So, hier kommt eine Kiste hin und da kommt eine Kiste hin. Und was wir jetzt machen, ist, wir stellen an die Kiste, bauen wir erstmal die eine Variante, 4 Filter dran. Screwdriver rausholen, jeden noch einmal damit hitten oder auch mehrmals. So. Und dann sieht das doch gut aus. Ich guck dir mal zu. Dann brauchen wir die Redstone Tubes, die wir hier hinstellen. Und zwar, jetzt kann ich ja mal langsam so erklären, was ich überhaupt mache, denn ansonsten ist es irgendwie relativ sinnlos, etwas zu bauen, von dem wir keine Ahnung haben, was ich da mache. Und zwar, ich baue jetzt einen Milker. Diese Maschine generiert EMC dadurch, dass die Kühe immer wieder melkt. Immer Yay. nochmal und nochmal und nochmal. 5 Milliarden Eimer aus einer Kuh. 5 Milliarden Mal in einer Milliardenstel Sekunde. Also einfach mal sehr schnell. Ja, einfach nur sehr viele Kühe melken. Oder eine Kuh sehr oft, eher gesagt. Denn im alten Minecraft, Nein. in dem wir gerade sind, konnte man ja schließlich noch Kühe unendlich oft melken. In Agrarian Skies, das wir übrigens vielleicht als nächstes spielen werden, also als kleinen Tipp, vielleicht kommt Agrarian Skies als nächstes, wenn wir das hier durch haben, damit wir noch wieder eine neue Skyblock-Serie haben. Und zwar in Agrarian Skies ist es ja so, dass man Kühe nicht unendlich oft melken kann und somit so eine Maschine vollkommen unmöglich ist. Aber in dieser Version ist es so, dass das noch funktioniert und dass wir deshalb dann auch. Achso, ist das richtig so. Dass wir deshalb dann auch das so bauen können, wie wir es jetzt bauen. Was wir jetzt noch brauchen, ist in der Mitte ein Stone Jacketed Red Wire, das die ganzen verbindet. Und zwar das System ist folgendes: Hier rein kommen Eimer, und zwar leere Eimer.
Heißt, ich sollte mir mal ganz kurz einen Eimer besorgen. Kann ich ja auch. Eimer. Ach, egal. Bucket habe ich mir jetzt beigebracht. Wie Buckets erstellt? Natürlich habe ich ihm das beigebracht. Also hätte ich gerne mal 12 Buckets. So, leere Buckets. Die füllen jetzt bestimmt gleich ruckzuck mein Inventar auf. Und die legen wir dann hier rein, in den Slot. Und schmeißen ein paar andere leere Buckets noch als Buffer dazu. So. Die schmeißt er dann als Buffer noch dazu. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir ziehen mit diesen Filtern jeweils 4 Buckets raus. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen uns ein Bucket, packen ihn in den Filter und ziehen jeweils einen Bucket pro Tick raus. So. Dann, im nächsten Tick, kommt der Deployer zum Einsatz. Darauf kommt übrigens noch ein Stone Cover. So, darauf steht dann die Crew. Und die Deployer kommen dann so hin. Sehe nicht ganz so, sondern... Ja, das üben wir nochmal. So. Also, das sind dann die Deployer. Und darauf kommt jetzt noch Stein, damit die Crew auch nicht abhauen kann. Denn das hier ist der Milker für eine ganz normale Vanilla-Standard-Crew. Die ganz billige, popelige Kuh, die jeder kennt. So, diese Deployer werden jetzt also mit leeren Eimern befüllt. Und zwar mit jedem Tick mit einem Eimer. Jeden Tick werden sie gleichzeitig einen Milcheimer produzieren, denn sie machen einen Rechtsklick auf die Kuh mit einem Eimer. Das heißt, sie produzieren einen Milcheimer. Diese Milcheimer ziehen wir mit Filtern raus. Heißt, wir bauen jetzt noch an jedes Teil einen Filter ran, den wir dann wieder mit einem Screwdriver drehen müssen. Mann. Ich schau mir das mal von oben an. Geh mal ein bisschen rum, um das mal von außen zu zeigen, was du da gerade so für eine Scheiße fabrizierst. So. Auch wenn es gar nicht so scheiße ist. Dann brauchen wir wiederum 4 Eimer. 1, 2, 3, 4. Und brauchen eine süße kleine Kuh, die uns jetzt einmal aushilft. Das heißt, wir nehmen dieses Schaf. Ich habe leider eine Portal Gun, kann das nicht mehr. Wie war denn das noch? Wie ging denn das noch? Wie könnte man dann am effektivsten. Ein Tier, also ich habe nämlich eine Portal Gun, kann normale Tiere aufheben, aber das ist in dieser Version disabled. Gravity Guns haben wir nicht. Das heißt, ich würde sagen, wir sollten tatsächlich uns einfach mal ein paar Eier besorgen. Denn mit Eiern sollte es eigentlich gehen, dass wir das Ganze machen, wie wir wollen. Ein Ei hatte, glaube ich, 32 EMC. Heißt, ich hätte gerne mal etwas, das fast 32 EMC wert ist, dass ich mit meiner kleinen Stas 4 mal suchen kann. Eier. So. Ich hätte gerne ein paar Eier. Einfach nur, um zu gucken, dass ich da ein Hühnchen reinbekomme. Dein Inventar ist auch eine Müllhalde. Ja, ich weiß. Es ist immer. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da ein Hühnchen reinbekommen. So, ein kleines Hühnchen ist da drin. Die Eier schmeiße ich in den Transmutationstisch zurück. Ich sollte aber vorher landen. Ansonsten ist mein Missy-Zeug ruckzuck aufgebraucht. So. Also einmal so machen. Warum auch immer ich jetzt eigentlich noch 4 Overclocker im Inventar habe. Ich habe keine Ahnung, die wollte ich wahrscheinlich noch benutzen. Aber dafür sollten wir uns erstmal bessere Power anschaffen. Also bessere Energie. So, dieses kleine Chicken hier sollten wir jetzt mit einem R in Dinge umwandeln können. So, das Schwein schieben wir mal in die Mitte. Ich weiß, dass es gerade noch eine Kuh war, aber das Schwein soll in die Mitte, damit es da wenigstens dann so drin bleibt. Noch wieder ein Hühnchen, das dann perfekt in der Mitte ist. Und jetzt muss ich wieder eine Kuh treffen. Ein Villager. Da! Eine Kuh. Was hast du denn jetzt gemacht? Warum ist die Kuh draußen? Gar nichts, gar nichts. Nein, eigentlich Kuh. Nein, geh da rein. Ich schätze, du musst die Wand etwas größer machen. Schieb sie rein. Da. Sag so. Ich doch. Ist nett. Gut, dass du so schnelle Ideen hast und dass du immer eins der Erde. Okay, das schieb sie rein. Lassen wir das. Lassen wir die Erde da. Einmal hochspringen. Du sollst einmal hochspringen. Sag ich doch. Okay, die Kuh ist ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, die ist da eigentlich wirklich drin.
Sieht man nicht so. Du hast ein Milchpaket. So, die Milcheimer holen wir uns auch nochmal raus. Funktioniert also doch. Und die packen wir jetzt jeweils in einen Filter dahinter. Denn jeden Tick wird ja ein Milcheimer produziert. Also packen wir doch einfach Milcheimer da in die Filter rein. Nun brauchen wir noch ein paar Cover. Hier, 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 hier. Okay, das ist jetzt ein bisschen fail. Also jetzt. Oh. Da. Und einmal noch ein paar Redstone Tubes, die wir wiederum hier verlegen. Ich verlege die gleich noch weiter. Sie müssen erst nur mal einmal auf diese wunderschöne Erdebene gebracht werden. Dann brauche ich noch mal ganz kurz meine Schaufel. Dann schaufel ich einmal frei, wo sie dann gleich hin sollen. Könntest du mir vielleicht einen Stein geben? Einen Stein? Stein. Normalen oder einen Kobbel? Normal Stein. Ich habe aber keinen normalen Stein. Ist jetzt auch egal, wenn du gerade schon die Steine da weggemacht hast. So, und dann kommt hier auch nochmal ein Loch hin. Okay, ich meinte eigentlich keinen. Also du hattest mich gefragt, ob ich einen normalen haben will oder Kobbel. Ich dachte, normal wäre nicht Kobbel. Da. Bitte, aber den kriege ich gleich wieder zurück. Kriegst du das? Hoffe ich doch von dir. Ich denke, du hast einen Transmutation Table. Ja und? Ja. Dann behalt ihn halt. Ich meine, einen eigenen. So, siehst du mal. Braucht man mich drin. Bam. So, jetzt behalt den Scheiß. Danke sehr. Das hast du wirklich sehr nett gesagt. So, was wir jetzt noch als letztes brauchen, ist eine Verbindung des Redstones. Jetzt brauchen wir noch eine Verbindung des Redstones hier rüber. Ach, so, und da das scheiße aussieht, nur weil es scheiße aussieht, kommt hier noch ein Cover hin. Und da noch ein Cover hin. Einfach nur, weil es blöde aussah vorher. Also die bisher nur möchte gern Sonne produziert schon fleißig. Das ist gut. Ja. Das ist sehr gut. Denn wir brauchen jetzt EMC. Deswegen baue ich ja auch gerade eine EMC-Farm. So, dann kommt das Ganze hier nach unten und wird auf dem unteren Level bei dem Cobblestone-Block hier zusammengeführt. Denn dieser Cobblestone-Block symbolisiert, wie man sich schon denken kann, die Mitte. Die Mitte, genau. So. Ein Ratespiel. Yeah, ich liebe Ratespiele. Und dann bauen wir hier mal ab. Und dann kommt hier das Tal hin. So, da haben wir eine Tube da hingelegt. Und damit ist der eigentliche Milker schon fast funktionsfähig. Fast. Denn was wir jetzt noch brauchen, sind erstens mehr Buckets am Anfang. Denn ansonsten dauert das 3 Jahre, bis er fertig ist. Fuck off. Ich hab ihn gerade wieder gekriegt. Ich habe mein Black Hole Band aktiviert. Yay. So. Das ist also erstmal der Milker so. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Timer, der das Ganze wieder zusammenfügen lässt. Und wir brauchen mehr Buckets, die da reinkommen. Und wir brauchen einen Überlauf. Denn mit der Zeit wird ja die Kiste voll werden. Das ist ja jetzt so. Der nimmt jetzt jeden Tick einen Eimer raus und packt ihn in den Deployer. Der Deployer wandelt ihn dann in einen Milcheimer um. Ein Milcheimer ist sehr viel wert. Nicht viel mehr als, nicht mehr als normaler Eimer, aber er ist halt mehr wert. Kommt also wenn wir jetzt mal ein Milk Bucket, ein Bucket gucken. Fuck auf, kommt da mehr. Ja, klar. Ein Bucket hat ein normaler Bucket 768 EMC und ein Milk Bucket hat 849 EMC. Oh, so, das ist ein bisschen mehr. Bisschen, nicht viel. Aber nach und nach werden sich diese EMC natürlich ein bisschen Buffer ansammeln und neue Eimer generieren. Und irgendwann werden alle Eimer voll sein, wird hier nichts mehr reinpassen. Dann müssen wir Folgendes machen, wir müssen einen Überlauf bauen. Und diesen Überlauf bauen wir ganz einfach. Wir nehmen uns eine normale Pneumatic Tube und nehmen ein Eisen und packen die dazu. Dann haben wir eine Restriction Tube. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die vielleicht sogar schon mal gezeigt. Im Notfall zeige ich sie jetzt halt nochmal. Und zwar ist es so, dass diese Restriction Tube länger ist als normale Tubes. Vom theoretisch mehr. Es ist ja so, Tubes nehmen immer den kürzesten Weg zu einem Ort. Wenn ich jetzt also diese Tubes hier zusammenpacken könnte, könnte es sein, dass die irgendwie noch woanders hingehen. Oder wenn wir jetzt eine Kiste hätten, so wie hier, genau, hier kann man das gut erklären. Wir haben hier hinten unseren Filter, der zieht Diamanten raus. Das erste, wo der Diamant immer hingehen würde, sind hier und hier.
Wenn ich jetzt also, sagen wir mal, dort hinten was rausnehmen können würde, irgendwo, dann würde der zuallererst einmal die vordersten Kisten füllen und dann nach und nach erst die hinteren. Und das würde dann nach und nach immer weiter füllen. Also, er fängt hier vorne an und geht immer weiter. Also, umso weiter das Ziel weg, umso niedriger die Priorität. So, was diese Restriction Tube nun macht, ist ganz einfach. Sie macht das hier noch weiter. Wir haben also jetzt unseren Milker, der jetzt hier weiterläuft. Wenn jetzt aber wir hier ein Milchpackage rausbekommen würden, wäre die erste Location, wo er hingehen würde, hier lang, denn es ist kürzer. Durch die Restriction Tube ist diese Tube so etwa 1000 Tubes länger. Also diese Tube hier symbolisiert 1000 Tubes, theoretisch gesehen. Wenn wir jetzt also direkt daran eine Kiste stellen, die ich jetzt natürlich in meinem Eifer vergessen habe, unsere Verwertungskiste für die Diamanten. So, schmeiß den kleinen Star weg. Wenn ich jetzt hier eine Kiste dran stelle, hätte die ohne die Restriction Tube eine höhere Priorität als die Kiste, zumindest für den einen Filter. Da ich aber jetzt diese Restriction Tube dorthin gestellt habe, hat sie eine niedrigere Priorität, da die Restriction Tube sehr, sehr, sehr lang ist. Sagen wir so, die Restriction Tube, die beinhaltet jedenfalls mehr Tubes als in dem ganzen genau. Kreis. Also es sind vielleicht 1000 Tubes, die das hier als Abstand symbolisieren. Das sind ein paar Mal mehr als das, was du da bisher hingebaut hast. Na, trotzdem. Und ja, das heißt, aller Überlauf geht durch die Restriction Tube dann hier rein. Das ist dann unsere Überlaufkiste. Ja, wir werfen die Schäfchen auch weg damit. Was